Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Provinz, eine Spezialität. Heute sind wir in Amasya. Heute gibt es wieder Teigware und zwar heißt das Ganze Amasya Curry. Was ist das? Das ist Teig, viel Öl und Haschisch. Aus dem ganzen Rezept machen wir ein ganzen Blech voll Teigware. Die Zutaten für den Teig habe ich jetzt schon mal hergerichtet. Und zwar brauchen wir für den Teig habe ich hier 7 Gläser Mehl. Dann brauchen wir 2,5 Gläser Wasser, etwas Zucker, Salz und einen halben Würfel Hefe. Dann fangen wir mal an. Eine große Schüssel, dann nehmen wir uns einen halben Würfel Hefe, bröseln die hier schon mal so hinein. Daraufhin füttern wir diese Hefe, füttern wir mit einem Teelöffel Zucker. So, hineingeben wir jetzt lauwarmes Wasser und zwar eine, zwei und ein halbes Glas Wasser. Nehmen uns einen Schneebesen und danach lösen wir die Hefe auf. Haben wir die Hefe aufgelöst, geben wir das kurz auf die Seite. Daraufhin nehmen wir unsere Schüssel mit dem Mehl. In die Schüssel mit dem Mehl geben wir 1, 2 Teelöffel Salz. Danach mischen wir das Salz unter das Mehl. So. Daraufhin nehmen wir die Schüssel mit der Hefe und geben vorsichtig das Mehl hinein. So. Da das Ganze ein relativ weicher, klebriger Teig wird, lassen wir den Teig in der Schüssel. Am besten wäre, wenn man eine Küchenmaschine hat. Und jetzt verkneten wir das Ganze. Ich gebe noch etwas Wasser hinein. Schön weicher, fluffiger Teig wird das. So, und diesen Teig kneten wir jetzt. Schöne 10 Minuten. So, der Teig sollte dann so eine Konsistenz haben. Nach 10 Minuten nehmen wir diesen Teig. Lassen drin und bedecken das Ganze und lassen das jetzt für eine Stunde aufgehen. So, meine Ladies and Gentlemen, bevor es weitergeht mit der Verarbeitung des Teiges, machen wir diese Füllung aus Öl, Walnuss und Mohn. Machen wir jetzt. Dafür brauchen wir erstmal eine Schüssel. So, in die Schüssel habe ich jetzt hier ein Glas gehackte Walnüsse. Dann brauchen wir 2 Gläser Mohn. Diesen zerdrückten Mohn. So, ein Glas. Dann das zweite Glas. Und jetzt kommt dann noch ein Glas Öl drauf. Jetzt schütten wir ein Glas neutrales Öl drauf. So, und dann wird es gut umgerührt. Dann stellen wir das mal kurz auf die Seite. Dann haben wir so eine Pampe. Unseren Teig, schauen wir, was er, wie weit er aufgegangen ist nach einer Stunde. So, da wir den Teig schneiden müssen, wenn die so eine Platte, brauche ich Öl. So, mit der Arbeitsfläche mit Öl eingeschmiert. Wir den Teig drauf. So. Jetzt breiten wir das Ganze schön auf. So, und jetzt nehmen wir unseren Mohn
unsere Füllung. Geben das jetzt so drauf. Schön gleichmäßig ist überall was von Mohn ist, auch die Ränder. So, jetzt haben wir das schön verteilt. Die Breite ist so ungefähr 60 cm auf 40, 30. Jetzt wird das Ganze geviertelt. Dafür nehmen wir ein Messer, schneiden hier einmal durch, dann schneiden wir hier so durch. Ein Messer brauchen wir noch. Jetzt nehmen wir diesen da drauf. Dafür machen wir so. Und heben das so drauf. Und jetzt versuchen wir, dass das mit dem anderen überklappt. Überlappen. Dann kommt das nächste. Das geben wir dann da drauf. Und das vierte kommt hier drauf. Dann ziehen wir das in die Mitte und breiten das mit der Handinnenfläche wieder aus. Ein bisschen ziehen. Jetzt wird das hier nochmal halbiert. Blech mit Backpapier. So, jetzt halbieren wir dieses genau mittig. Und schneiden das Ganze in Streifen. Wie viel sind es? 5 cm? So, rechte Hand nach vorne, linke nach hinten. Drehen, 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 drehen. Viermal ungefähr. Ziehen, drehen, drehen, drehen. Das letzte. So, jetzt haben wir unser Blech voll mit diesem Chureck. Jetzt kommt da noch Ei drauf. Währenddessen heize ich schon mal den Backofen vor auf 180 Grad. So, nachdem da Ei drauf gekommen ist, warten wir noch mal so 10-20 Minuten, damit es noch mal ein bisschen aufgeht und luftiger wird. So, da wir schon die ganze Zeit unsere Hände verwenden, benutzen wir beim Bestreichen auch unsere Hände oder Finger. Bestreichen wir unser Chureck. Dann kommt das Ganze dann noch eine schöne goldene Farbe. So, das lasse ich jetzt nochmal 10-20 Minuten aufgehen. Blech im Backofen für 20, 30, eine halbe Stunde. So, nach 10 Minuten ist das schon etwas aufgegangen. So, ein paar Minuten noch, dann können wir das Ganze aus dem Backofen nehmen. Das Blaumohn ist, macht halt viel aus, der Kontrast. So, und dann zeige ich euch mal, wie soft sowas ist. Wir nehmen eins. Schöne Rillen. Schön soft. Das war's aus Amasya mit
Amasya Chori. Wir sehen uns nächste Woche in der Hauptstadt Ankara. Ciao.